So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines hier in unserer wunderschönen Stadt Springfield. Wie schon zuletzt angekündigt, werden wir uns heute mal darum kümmern, dass wir hier ein bisschen mehr Gewerbegebiet an den Start kriegen. Dafür nehmen wir hier ein bisschen von der Schiene noch weg als allererstes Mal. Wir brauchen am besten noch einen größeren Bogen hier oben rum. Ich habe es letztes Mal ein bisschen klein gebaut irgendwie. Ist nicht ganz so gut geworden. Unten haben wir eine Stromleitung ins Gebiet rein. Hier dann wieder eine raus zum Bahnhof und hier rüber und hier rum. Und okay, also das scheint unsere einzige Stromleitung in unsere ganze Stadt rein zu sein. Das sollten wir vielleicht ändern. Wir werden das am besten temporär mal hier hinten tun. Wir haben hier den Bahnhof und den können wir hier wunderbar ans Stromnetz setzen. Ans Stromnetz, Gott, heute habe ich es aber, anschließen. Das würde eigentlich diese komplette Leitung hier komplett legalisieren. Die kann man komplett weg. Kein Mensch mehr. Dann haben wir hier noch eine. Gut, die versorgt das ganze Gebiet von hier unten ausgehend. Das ist auch völlig in Ordnung. Das werden wir auch so lassen. Und jetzt müssen wir hier oben noch die Straße ein bisschen umbauen. Diesen ganzen Klinikatsch hier weg und gerade erstmal kein Mensch. So. Das weg, das weg, das weg, das weg. Hier ist noch unterirdisch ein bisschen Kram. Alles weg. So, hier haben wir dann unsere Autobahn, unsere zweispurige. Die werden wir erstmal fortsetzen. Ist die Frage, wo müssen wir so auf lassen. Wenn hier das Gebiet ist, müssen wir vielleicht hier irgendwo eine Ausfahrt machen, dass man dann hier direkt runterkommt von der Autobahn. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das clever machen, aber ich denke erstmal werden wir das hier ein bisschen weiter ausbauen. So. Gehen wir hier das Gebiet hin, dann müssten wir eigentlich an dieser Straße, stimmt, da ist auch schon die untere dran gebaut, das würde sich, glaube ich, ganz gut machen, wenn wir dann hier oben auch auch eine Abfahrt dran bauen. Oh, das wollte ich nicht. Hoppla. Heißt natürlich, wir müssen dann hier jetzt gleich mit der unterirdischen Straße auftauchen, sage ich mal. So. Da wären wir. Da könnten wir hier unsere Auf- und Abfahrt bauen später. Das merken wir auf jeden Fall mal. Fürs erste bauen wir dran vorbei. Denn wir müssen ja hier unten uns irgendwie an die Autobahn hängen. So, und deswegen bauen wir das jetzt mal hier gerade irgendwie so mit dran. Okay, das ist ein bisschen zu geknickt. Das ist für den Verkehrsfluss natürlich gar nicht gut. So. Jetzt ist die Autobahn erstmal safe, sage ich mal. Und jetzt hätten wir hier Platz, um unser Vorhaben mit dem Gewerbegebiet zu realisieren. Ziehen wir es mal bis hier oben hin hoch. Ich will da auch gar kein so großes draus machen. Das würde sich, stimmt, wir haben eh hier eine Straße, da können wir hier einfach eine Brücke bauen. Sind zwar da ein paar viele Brücken, aber irgendwie finde ich die cool. Irgendwie haben die was. Müsste ich eigentlich hier die Straße auch weiterbauen, aber wenn wir da eine Abfahrt bauen, wäre das natürlich echt schlecht für den Verkehr. Also werden wir unsere Abfahrt eher hier hinten bauen und nicht hier an die Straße. Das wäre verkehrstechnisch eine Katastrophe. So, das ist mal ein bisschen Dings ausbaggern. Wahrscheinlich haben wir das gerade gekappt, ne? Perfekt. Ja, haben wir uns einfach mal Wasserleitung gekappt. Ist aber gar nicht schlecht. Wir wollen unsere Wasserleitung nämlich hier lang bauen. Gerade nehmen wir uns hier dran. Schon haben wir wieder Wasser. Außer fürs Industriegebiet, das hängen wir jetzt einfach mal gerade hier mit dran. Und dann passt das erstmal.
Saddle up in the mornings with Jimmy and the Stallion. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier, okay, wir jetzt hier Wasser haben. Oh, hier unten auch. So. So, wir haben überall Rohre drin, glaube ich, genau. Jetzt können wir hier schauen, dass wir hier ein kleines Gewerbegebiet reinbauen. Kein so großes, auf gar keinen Fall ein zu großes, das wäre, glaube ich, sehr kontraproduktiv. Ich werde mal versuchen, das Ganze mit Einbahnstraßen zu realisieren. Sprich, man fährt von unten nach oben durch. Und kann hier quasi... Ja, das geht ja perfekt auf. Das geht ja super perfekt auf. Ja, da muss ich mich auch mal selber loben jetzt. Das passt ja wirklich 110%. So, dann können wir die hier ruhig verbinden, denke ich. Das wäre kein Drama. Hängen die hier mit ans Wasser mit dran. Und auch wenn es gar nicht nötig wäre, aber ihr kennt mich, ich muss hier Rohre durchlegen. Ich bin nicht glücklich, wenn unter den Straßen keine Rohre sind. Stört mich einfach und deswegen bauen wir trotzdem welche ein, auch wenn wir sie gar nicht bräuchten. So, wir markieren den ganzen Kram hier als Gewerbegebiet. Zack, 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 zack. So, 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 so. Wir machen die Ecken noch ein bisschen schön hier oben. Wunderbar. Hier haben wir noch so ein Stückchen, was hier weg muss. So. Das ist doch schön. Dann ist die Frage, wollen wir da irgendwelche Richtlinien drauf anwenden? Tourismus definitiv nicht, haben wir schon. Freizeit haben wir auch schon. Wir könnten die Bioherstellung nehmen. Würde den Verkehr reduzieren. Ich weiß nicht, ob das optisch so gut da reinpasst, wenn wir jetzt noch mal so ein Bio-Ding bauen. Das ist ja hier oben schon, das ist ja relativ flach von den Gebäuden irgendwie gehalten. Also zum Vergleich jetzt hier die Wolkenkratzer daneben oder die Hochhäuser. Wolkenkratzer würde ich es nicht nennen, so groß sind sie dann doch nicht. Im Vergleich sind das relativ kleine Gebäude und hier, das sind ja auch wieder größere Einkaufszentren. Also ich weiß nicht, ob das vom Stadtbild her so gut reinpassen würde, wenn wir da jetzt wieder so einen kleinen Block hinbauen. Außerdem bin ich mir nicht sicher, inwiefern das unseren Durchsatz irgendwie beeinflusst. Würde den Stromverbrauch auf jeden Fall erhöhen. Und verursacht, glaube ich, sogar trotzdem Lärm, oder? Ich glaube, wir hatten da schon mal nachgeschaut. Wir schauen mal gerade nochmal. Lärm, 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 Lärm. Okay, verursacht Lärm, aber nicht ganz so viel, wie es scheint. Aber gut, Lärm ist Lärm. Und Lärm haben wir vor allem auch an den Autobahnen hier. Oh, hier oben ist schlimm. Da will ich nicht wohnen. Ansonsten ist hier viel Lärm, gut klar, wegen dem Tourismusteil. Hier unten an den Autobahnen, an den Bahnhöfen natürlich sehr, sehr laut alles, aber gut. Ich denke, wir belassen es hier oben dabei und setzen keine Spezialisierung ein. Wir bauen hier, denke ich, ganz normales Gewerbegebiet hin. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. So, unser Bürogebiet hier unten ist schön gefüllt mittlerweile. Das sehe ich doch sehr gerne. Hier ist es noch ein bisschen Platz, was Gebäudestufen angeht. Das ist alles völlig in Ordnung. Hier oben ziehen jetzt die ersten Unternehmen ein. Hier fließt der Verkehr auch relativ gut ab. Das sieht man erstmal ganz gern, denke ich. Mittlerweile 30.000 Einwohner. Auch das sehr, sehr schön, denn das heißt, wir nähern uns unserem Ziel, hier eine neue Karre zu kaufen und freizuschalten für unsere Stadt. Und durch dieses neue Gewerbegebiet hier haben wir auch hoffentlich bald einfach weniger Verkehr hier unten. Das wäre noch besser. So, Müllberge, nein, haben wir nicht, halte ich für ein Gerücht. Was wir aber gleich haben, ist zu wenig Wasser. Da helfen wir mal ein bisschen nach. Wir bauen hier unten noch wieder so ein Rohr mit dran. Das müssen wir auch bei Gelegenheit dringend mal ändern, dass wir hier diese Rohre haben. Das ist natürlich super scheiße für die Umwelt. Also diese Rohre, die das hier so munter ins Wasser pusten, die müssen wir irgendwann mal wegnehmen. Wir müssen da
Klärwerke hinbauen irgendwie. Vielleicht bauen wir die Klärwerke auch hier oben irgendwie dran und bauen nochmal so einen Fluss, das wäre auch cool. Dann auf die Weltkarte schauen. Gut, der eine Fluss mündet hier. Jetzt könnte man überlegen, ob man hier die Klärwerke dran setzt, damit wir hier so ein, ja, so eine Wasserquelle haben, sage ich mal. Dann hätten wir so einen Fluss, den wir bauen könnten, von hier so an der Autobahn vorbei, irgendwie so runter, der dann hier unten reinmündet. Wäre vielleicht für Stadtbild ziemlich cool, so einen Fluss zu haben. Die Frage ist halt, ob jemand hier die geklärten Fäkalien in diesem Fluss haben will und ob hier die Fäkalien dann so quer durch die Stadt schwimmen sollen. Das ist dann wieder die andere Frage. Aber damit befassen wir uns später sicherlich auch noch zu Genüge. Auch das ist sicherlich ein Thema, wo man ein bisschen mehr dran rumexperimentieren kann. So, hier unten die Haushalte bauen sich so langsam aber sicher auf. Wir können mal schauen, S-Bahn technisch, wie es aussieht. Ja, einmal die rote Linie, die hier so zwischen den Wohngebieten hin und her fährt. Und dann müssen wir noch Haltestellen hier hinten ergänzen später. Was wir aber noch nicht haben, ist sowas, was hier unten rumfährt. Gut, haben wir grüne, die fährt hier irgendwie durch das Gewerbegebiet durch, das ist auch völlig in Ordnung. Fährt bis zum Bahnhof rüber, würde also auch direkt Touristen irgendwie einsammeln. Wir bräuchten noch was, was irgendwie hier unten das so ein bisschen abdeckt und da legen wir, denke ich, jetzt mal gerade eine Linie an. Dazu würde ich ganz gerne hier starten. Fahren dann hier runter. Halten vielleicht zweimal irgendwie an, hier und hier. Ja, die war nicht so schön, die verlegen wir mal. Hallo, stopp. So, wir fahren hier los, wir halten hier so mittig und hier unten. Fahren dann weiter runter hier am nächsten Wohngebiet entlang. Jetzt werden wir ja hier auch noch weiter ausbauen, das Wohngebiet. Die Haltestellen dafür bauen wir später, denke ich, ein. Die ignorieren wir jetzt gerade erstmal. Und könnten dann, jetzt haben wir hier keine Straße mehr, wo wir rüber zurückkommen. Das ist ein bisschen blöd. Aber das kriegen wir auch hin. Wir fahren hier runter. Ich setze hier nochmal einfach als Dummy eine Haltestelle hin, hier genauso. Dann möchte ich auf jeden Fall hier nochmal an der Kreuzung halten. Hier oben würde ich gerne halten. Könnten wir jetzt wieder hier hochfahren und hier oben irgendwie nochmal so Wendehammer-mäßig langfahren oder wir kreuzen jetzt das Ganze hier und fahren hier irgendwie dran lang. Wäre auch sicherlich sinnvoll, denke ich. Ich glaube, das machen wir auch. Wir halten dann, na, hier ist eigentlich blöd, halten wir hier an, damit wir eine Umsteigemöglichkeit haben. Klingt vielleicht recht sinnvoll, dann kann man hier umsteigen, hier genauso. Halten dann hier vielleicht, wobei hier ist kein Weg irgendwie in die Gebiete rein, das macht recht wenig Sinn hier anzuhalten. Wenn wir hier schon halten, da können wir uns hier eigentlich die Haltestellen sparen. Und dann fahren wir hier die große Runde, kreuzen hier die rote Linie auch nochmal. Fahren den Schlenker hier oben rum auch noch mit. Ich glaube, da fahren wir ganz gut mit. Halten dann hier nochmal irgendwie. Halten hier oben auf dem Rückweg und halten dann hier nochmal. So, jetzt können wir schön hier von oben einmal rumfahren, hier unten rum. Nehmen jedes Bürogebiet und das Gewerbegebiet das neue noch mit. Und das Ganze bauen wir jetzt andersrum auch nochmal auf. Nehmen wir im Rückwärtsgang die gleichen Haltestellen nochmal mit. Umsteigemöglichkeit auf Rot. Drücken wir, glaube ich, keine mehr, genau. Dann haben wir hier Umsteigemöglichkeit auf Grün, gleich zweimal. Dann halten wir hier an. Wir halten hier unten an. Vielleicht brauchen wir hier oben noch eine. Wir halten hier und wir halten hier. Wie gesagt, hier bauen wir später noch welche mit rein. Erst haben wir langfahren. Wir halten hier
Wir halten, glaube ich, hier bei Grün auch nochmal. Dann haben wir gerade drei Umsteigermöglichkeiten. Dann halten wir hier nochmal und dann ist die abgeschlossen. Müssen wir einmal in die Linienübersicht rein. Das Ding ist dann die S3. Das hier auch, S3. So, die Farbe ändern wir. Ich möchte gerne eine gelbe S-Bahn. Wäre schön. Gelb oder orange. Orange noch besser. Cool wäre, wenn ich mir die Farbe jetzt hier kopieren könnte. Kann ich leider allerdings nicht. Das ist noch etwas zu hell. Das wäre cool, wenn einfach so ein Hexacode sich hier rausziehen könnte, dass die dann einfach die gleiche Farbe haben. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, jetzt haben wir natürlich erstmal wieder Stau, weil hier wieder S-Bahnen spawnen. Also das S-Bahn-Depot muss vielleicht echt mal da weg. Das ist natürlich nicht ganz so gut gesetzt. Aber das könnte, sollte, tut hoffentlich unser Verkehrsaufkommen ein wenig verringern. Hier ist mittlerweile Rückstau, der diese Kreuzung blockiert. Oh Gott, weil es hier unten nicht vorwärts geht. Oh, das ist schlecht. Weil hier die Einfahrt so verstopft ist. Das ist nicht gut. Verkehr fließt zwar hier jetzt raus. Von hier unten kommt auch gar nicht mehr so viel Verkehr nach, tatsächlich. Vielleicht verlängern wir die Ampelphase da nochmal an der Stelle. Wir schauen uns mal, das ist die Phase 2 an. Wir geben da mal 15 Sekunden drauf. Für die rausfahrenden Autos. Wir müssen jetzt mal schauen, wie das gleich wird. Die S-Bahn fahren einfach durch. Okay, warum auch nicht? Wer kann, ne? Fließt der Verkehr von unten rein. Das ist sehr schön. Hier fahren S-Bahnen raus. Das ist auch gut. Hier fahren einfach durch alle durch. Na gut, meinetwegen. Ist ja gerade nur der Sporn, der stattfindet. Da kann das mal passieren. Spannend ist nur, wie viel Verkehr fließt jetzt gleich tatsächlich wieder raus, sobald die S-Bahnen weg sind. Das wäre jetzt die spannende Beobachtung, die man hier tätigen müsste. Mal durch die lange Ampelphase gefühlt ein bisschen mehr Verkehr, der abfließt. So sollte es ja auch definitiv sein. Aber ich glaube, das müssen wir im Moment länger beobachten, um das sicher sagen zu können. Es kommt auch auf jeden Fall dann noch Verkehr wieder hinterher, der auch raus will. Das ist vollkommen in Ordnung. Der S-Bahn, die raus will. Passt auch soweit. So, jetzt sind ja noch die orangenen S-Bahnen hoffentlich alle erstmal vom Hof. Hier oben geht es weiter, wobei hier staut es sich auch nicht so krass. Das staut sich hier unten dafür sehr. Wir gehen mal kurz in den manuellen Ampelmodus und halten hier gleich mal selber ein bisschen dagegen. Um hier den Verkehr gerade einmal ein bisschen zu entspannen. Fahren weiter. Dass wir jetzt einmal so ein paar Fahrzeuge hier loswerden. Jetzt haben wir auch hier schon eine schöne Lücke erzeugt. Die S-Bahn halten natürlich hier alle. Das dauert einen Moment, keine Frage. Sorgt mit Sicherheit auch für den Rückstau, aber jetzt gleich sollten wir es erstmal ganz gut behoben haben, denke ich. Dass wir nochmal hier oben welche raus. Dass wir die orangenen S-Bahnen auf die Straße kriegen, die noch fehlen. Das sind ja auch welche. Und dann überlassen wir die Ampel gleich wieder sich selbst, denke ich mal. Das macht, denke ich, am meisten Sinn. So, schnell nochmal zwei S-Bahnen auf die Reise geschickt.
schon läuft sie hinten gleich ein Stückchen besser. Hier oben natürlich wieder voll des S-Bahn-Chaos, da müssen wir nochmal nacharbeiten. Aber das kriegen wir definitiv auch noch hin. Hier staut sich es wieder ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir dann schuld sind durch den wenigen Verkehr, den wir gerade reinlassen mit unserer manuellen Ampel. Halten wir auch mal im Auge. Aber jetzt müssen wir gerade erstmal schauen, dass wir hier so ein bisschen nachhelfen noch. Damit es gleich wieder rund läuft hier im Gewerbegebiet. Und dann der Verkehr in Zukunft hier selbstständig ein bisschen besser laufen kann. So, das wollte ich eigentlich sagen. So, ja, mittlerweile staut sich hier auch gar nicht mehr so sehr. Hier hinten ist so ein bisschen Chaos generell, aber das ist erstmal in Ordnung. Was mich gerade stört, ist dieser massive S-Bahn-Andrang hier hinten. Der ist natürlich extrem blöd. So, jetzt sind wir die Großteil der orangen S-Bahn schon mal los, wobei es sponsern wir immer noch neue nach. Okay. Also die Entscheidung, das S-Bahn-Depot ins Gewerbegebiet zu setzen, war definitiv nicht die beste, die ich getroffen habe. Das lässt sich, denke ich, mittlerweile mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen. Das läuft noch nicht. So, mit mehr Verkehr hier rausfahren. Und dann reicht es auch gleich, denke ich. Oben staut sich ein bisschen wieder. Ich denke, das reicht dann auch. Es sollte erstmal wieder so weit laufen. Wir werden jetzt hier oben ein bisschen mehr Gewerbegebiet freigeben, nämlich diese ganze Ecke hier. Da ist die Nachfrage aktuell auf jeden Fall da. Und dann müsste man eigentlich dafür sorgen, dass hier beide Spuren benutzt werden. Ich weiß nicht, ob sie wieder nur eine benutzen, aber die KI ist in der Hinsicht leider relativ dämlich, um es mal freundlich auszudrücken. So, mülltechnisch sieht es auch nicht so gut aus, weil hier oben. Aber hier kommen aber relativ viele Müllwagen tatsächlich. Also die sind definitiv vorhanden. Daran scheitert es nicht, denke ich. Woran es eher hatte, dass der Verkehr, der hier auf die linke Spur rüber will, der ist natürlich fies an der Stelle. So, ich sehe gerade, wir haben wieder eine neue Nachfrage an Wohngebiet. Dem können wir natürlich entsprechen, sobald wir das Gebiet hier größer gezeichnet haben. Das tun wir jetzt und dann werden wir hier unser Wohngebiet ebenfalls ausweiten. Hier unten für die Ecke schon soweit alles fertig. Hier oben das jetzt auch. Wir schauen mal kurz, wie es mit Schulen aussieht. Die Grundschulkapazität ist nicht ganz so gut. Die Oberschulkapazität ist tatsächlich sogar sehr schlecht. Dementsprechend werden wir da eine weitere Schule mit aufnehmen. Und zwar machen wir das nicht hier, weil da ist kein. Wobei, wenn die Straße hier weitergeht, gibt es natürlich hier dann einen Fußgängerüberweg. Andererseits gibt es hier auch einen. Das heißt, wir bauen die Schule hier oben hin. So, unitechnisch stehen wir gut. Wir brauchen eine Grundschule mit dazu. Noch da ein bisschen mehr Kapazität. Ich glaube, Parks haben wir hier oben auch noch nicht. Nein, tatsächlich haben wir noch keine Parks hier oben. Da könnten wir mit einem Park hier unten vielleicht ein bisschen weiterhelfen, dass ein bisschen ins Gewerbegebiet mit reinstrahlt. Macht, denke ich, auch irgendwie Sinn. Und dann geben wir diesen Teil hier frei für neue Gebäude. So, hier sind kranke Bürger. Okay.
Gesundheitsverfügbarkeit eigentlich sehr gut tatsächlich. Also wir haben hier gut eine Fitnesshalle, das Krankenhaus mit null Krankenwagenintervention. Eigentlich ist unser Gesundheitslevel, oder eigentlich sollte das sehr, sehr gut sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum es so aktuell nicht ist. Sollten wir definitiv auch mal ein Auge behalten. Wir können kurz schauen auf die Range von dem Ding. Ne, sehen wir gar nicht. Aber eigentlich totally fine. Also, die müsste ja überall hinkommen. Die sind auch Krankenwagen drin und alles. Also. Verseuchter Boden. Warum ist der Boden verseucht? Haben wir immer Industrie stehen gehabt? Sehen wir das irgendwo? Bodenqualität? Industriegebäude, Geländehöhen. Verschmutzung. Da ist doch gar nichts verschmutzt. Ist doch alles fein. Warum ist der Boden hier verseucht? Jetzt ist das nicht mehr. Okay, Krankenwagen ist auch gerade da gewesen. Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich verstehe es nicht. So, hier geht mit der Kreuzung eigentlich ganz gut. Der Verkehr, der hier rauskommt, hat eine etwas zu kurze Ampelphase, würde ich sagen. Die müssten wir vielleicht anpassen, wobei es geht aber sogar. Geht recht gut, denke ich. Von hier fließt der Verkehr ab, von oben auch super. Die S-Bahnen stauen sich halt weiterhin wie blöde und auch die Einfahrt hier ins Gewerbegebiet ist nach wie vor komplett verstopft. Das läuft einfach nicht gut hier. Und sorgt dann halt für diesen Stau, den wir hier haben. Wir haben hier schon hier unten zumindest festgelegt, dass die Spur entschieden sein muss. Wir verlängern das mal so ein bisschen hier. Vielleicht können wir damit noch ein bisschen was rausholen. Sicher bin ich mir da aber auch nicht. Das sorgt halt auch wieder für den Stau, den wir jetzt hier haben. Das ist noch nicht so gut. Da haben wir noch ungenutztes Potenzial an der Stelle. So, Gewerbegebiet wird immer noch gefragt. Wir bauen das hier oben weiter aus auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, flächentechnisch das ist schon zugewiesen. Genau, wir könnten also hier auch noch Tourismus mit reinbauen. Haben wir aktuell allerdings nicht so das Tourismusaufkommen, damit es Sinn machen würde. Lassen wir also bleiben fürs Erste. Die Frage ist halt, was machen wir mit den Kandidaten hier unten? Die S-Bahn ist erstmal recht gut benutzt, oder? Ja, es ist nur eine, die gut benutzt war. 27 Leute, 8 Leute, 9 Leute. Ja, gut, ist noch recht mager, wobei hier 88 Mann drin, 43, ja, geht. Kommt doch an, wo sie langfahrt oder wo sie gerade ist tatsächlich. Also so mager ist es dann gar nicht, wie ich es erst gedacht habe. Aber der ausgehende Verkehr ist hier halt aus dem Wohngebiet raus, ist halt eine Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Wir könnten dann noch mit Fahrspurverbindern gerade weiterhelfen. Wir sagen, dass die rechte Spur hier rechts bleibt und die Spur darf abbiegen und die, die rauskommen, haben die Wahl, wo sie hinwollen und geben auch hier die Spur schon vor vielleicht. Genauso hier. Es könnte dafür sorgen, dass hier schon ein bisschen eher sortiert wird, dass wir den Verkehr ein bisschen besser wegkriegen. Aber alles nur Vermutung. Müssen wir alles ausprobieren. Wir werden hier auch noch mal gerade festlegen, dass die Spuren schon vorher gewählt werden müssen. Damit wir auch hier den Verkehr ein bisschen besser hinkriegen. So, auch hier sagen wir das schon mal vor der Kreuzung aus. Ist dann freie Wahl erstmal, was die Fahrspur angeht. Sorgt aber dafür, dass sich von hier schon alle richtig einsortieren. Und wir eventuell auf einer Spur ein bisschen weniger Stau haben. Und so die Theorie. So, von Norden auch relativ fieser Stau, der auch mittlerweile wieder ins Wohngebiet greift und dann hier hin und dann dahin. Also das haben wir noch nicht
so richtig gut lösen können. Ist auch gar nicht so viel los da drin, ne? Wir ändern da gerade mal kurz was, und zwar den Schritt 1. Den geben wir 5 Sekunden mehr. Und dem Schritt 4 ist es, glaube ich, den geben wir auch 5 Sekunden mehr. Denn wir haben jetzt von Süden einfach mehr Verkehrsaufkommen, dem müssen wir gerecht werden. Also passen wir das ein bisschen an hier. Um hier für einen besseren Verkehrsfluss zu sorgen. Ich sehe gerade wieder 30 Minuten voll. Meine Güte, das geht so schnell. Müssen wir gleich wieder Schluss machen hier. Nützt ja nichts. So, die S-Bahn fahren rüber, das will ich mir gerade noch anschauen. Der Verkehr fährt weiter. Gut, die Fußgänger sorgen immer für eine Verzögerung. Und dann bräuchten wir hier eigentlich auch eine Ampel, eine vernünftige. Auch, dass wir die Fußgänger hier unten geregelt kriegen. Naja, ich werde mir das anschauen, werde gegebenenfalls noch ein, zwei Ampeln einstellen. Vielleicht mache ich das in der nächsten Folge, vielleicht mache ich es auch vorher schon offscreen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Wie dem auch sei, ich werde es euch auf jeden Fall erzählen. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei wärt. Schreibt euer Feedback in die Kommentare, lasst einen Daumen da, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, und in dem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Palamon vom Team React.